Hi guys, ich will mal ganz kurz schauen, ein kurzes Video, behind the scenes, was jetzt hier mein letztes YouTube-Video auf meinem Mission Millionaire Kanal hier betrifft, drei Faktoren für finanziellen Erfolg im Jahr 2022, wo ich ein bisschen Werbung drauf geschaltet habe. Also in einem Tag 163 Views, das war jetzt nicht alles organisch und hier mal ein kurzer Einblick in die Hintergründe, also quasi, wie man das Ganze dann bearbeiten kann, analysieren kann, verbessern kann und so weiter. Und da geht man hier einfach dann, wenn du auf deinem Kanal bist und hast dann sozusagen hier, das zeige ich dir gleich noch auf YouTube Ads, auf Google Ads. Also YouTube ist Teil von Google Ads, das kann wirklich jeder machen und ich werde, wie gesagt, gleich noch zeigen, was sowas kostet. Also bei mir waren es ungefähr, bei mir ist es sozusagen die Schwelle, wo ich, sagen wir mal, Preis-Leistung hier relativ gut bekomme, ist glaube ich bei 6 Cent sowas. Ja, wenn ich weiter runter gehe als 6 Cent pro View, also Cost per View, also CPV nennt sich das dann, was YouTube betrifft. Aber das zeige ich wie gesagt gleich noch. Jetzt erstmal hier in die Analytics, also wenn du quasi dann am Video bist, kannst du hier in die Analytics gehen, das kannst du immer gehen, ja. Wenn du noch keinen YouTube-Kanal hast, würde ich dir empfehlen, einen zu machen. Egal, was du machst, also selbstständig oder nicht selbstständig oder planst selbstständig zu sein, was auch immer. Also YouTube-Kanal kannst du immer machen. Ich habe meine YouTube-Kanäle auch quasi zu unterschiedlichen Themen gemacht, auch zu Zeiten, wo ich noch gar nicht richtig wusste, was ich eigentlich damit machen will. Also es ist immer gut, einen YouTube-Kanal zu haben und ein paar Videos zu machen. Analytics. Und hier sieht man also quasi, dass ich quasi übers Advertising ungefähr 70%, also zwei Drittel der Hits innerhalb der letzten 48 Stunden, wo ich das Video hochgeladen hatte, bis jetzt kam, also jetzt in sich habe ich quasi zusätzlich einbezahlt. Ja? Und der Rest war dann letztendlich über sogenannten organischen Traffic, also organische Leute, die so oder so auch gekommen wären. Also hätte ich jetzt nicht über YouTube Ads das Ganze ein bisschen befeuert, dann hätte ich als statt 160 Views wahrscheinlich nur circa 50 Views. Und das ist natürlich jetzt nicht so besonders viel beim Kanal, der 546 Abonnenten hat, aber ich bin ja gerade dabei, den Kanal so ein bisschen umzubranden. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt halt hier ein Video gemacht hätte, wieder zu Gazprom-Aktie oder sowas, dann hätte ich wahrscheinlich die Viewer-Anzahl auch ohne Google AdWords. Aber ich bin jetzt sozusagen ein bisschen beim Umbranden und mehr hin zu Selbstständigkeit und so weiter. Unternehmer und einfach Freelance zu arbeiten und wie man einfach mehr Geld verdienen kann, als wir jetzt nur Geld investieren, finde ich einfach ein wichtigeres Thema. Und dann sehen wir einfach hier das. Und hier kann man zum Beispiel auch ein wichtiges, also eines, da gibt es natürlich viele sogenannte KPIs, also Key Performance Indicator, wo man dann ablesen kann, okay, wie hat das Video performt, wie kann ich es verbessern und wo kann ich einen Hebel ansetzen und so weiter. Hier kann man zum Beispiel Folgendes sehr gut sehen. Insgesamt 2,9, dann kann man hier zum Beispiel sagen, okay, wie viel pro View wurde hier geschaut und das war in dem Fall im Durchschnitt, das müsste hier auch irgendwo stehen. Also die Average View Duration, Key Moments for Your Audience Retention. Also das ist sozusagen bei mir in dem Fall alles auf Englisch, weil das ist ein uralter YouTube-Kanal, den habe ich aufgebaut oder eröffnet, als ich damals in England war, also vor 2010 oder wann das war, 2009. Deswegen ist es immer noch alles auf Englisch. Da würde dann sonst bei dir jetzt in dem Fall alles auf Deutsch stehen, natürlich das übersetzt sein und so weiter, also keine Angst. Average View Duration 1 Minute 38. Das ist ein sehr wichtiger Wert. Average Percentage Viewed und so weiter. Warum? Weil das ist nämlich eines der drei wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines YouTube-Videos und insgesamt dann eben auch deines Kanals. Das erste ist natürlich die Click-Rate. Also das sieht man ja hier. Ja. Also wie viele von View, das sieht man dann auch im Google AdWords, also wie viele haben deine Anzeige gesehen und dann geklickt, ja, und wie viele von denen gehören zur Interaction, Interaction zählt YouTube, wenn einer dann geklickt hat auf dein Video und länger drauf war, als wie eine gewisse Anzahl von Sekunden, ich glaube, das sind ungefähr, ich glaube, 30 Sekunden oder sowas, ja, und dann insgesamt,
die oder halt jemanden Abonnent gesetzt und so weiter. So, Interaction ist sehr wichtig. Und das zweite ist insgesamt, YouTube, wie jede andere Social Media Plattform, legt extrem großen Wert natürlich, dass die Leute möglichst süchtig werden, ja, und halt einfach auf der Plattform so lange bleiben wie irgendwie möglich. Und deswegen ist einer der wichtigsten von den drei wichtigen Werten, wie lange bleibt jemand tatsächlich bei deinem Video, idealerweise bis zum Ende. Ne? Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Das ist natürlich dann so, dass dann Average entsteht. Ja? Sagen wir mal, 160 Leute sind gekommen, einige bis zum Ende geschaut, viele sind davor abgesprungen, nach 30 Sekunden und so weiter. Naja, ergibt sich dieser Wert eben automatisch für Google für dich ausgerechnet, hier Average View Duration. Und der ist in dem Fall 138, 1,38 Minuten. Ja? Und du könntest jetzt theoretisch also nochmal hergehen und sagen, okay, das heißt, wenn ich jetzt den Median, also den Durchschnittswert nehme, dann haben die Leute sich das Video angeschaut bis hierhin. Ja. Und dann kannst du hier nochmal, was war hier? Okay, hier war das Weiter. Freelancer, Unternehmer und was ich daran so mal verbessern könnte und so weiter. Und dass ich letztendlich, wenn ich ganz ehrlich sein muss, teilweise das Gefühl hatte jetzt auch zum Jahresende hinzu, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist, dass ich teilweise wirklich verblöde, dadurch, dass ich immer So, du könntest jetzt zum Beispiel herangehen, und das, was ich immer sehr ganz gerne mache, was auch rückblickend ganz gut funktioniert, dass du dir selber dann einfach nochmal den Timeframe anschaust. Wie gesagt, es ist nur ein Durchschnittswert. Es hat einige Leute gegeben, die haben weitergeschaut wie 1,38 logischerweise. Ne? Aber eben auch viele, die im Schnitt genau da abgesprungen sind. Ja? Und das heißt, es gab welche, die sind vorher abgesprungen, es gab welche, die sind länger geblieben, aber die Masse, ja, sind im Schnitt in dem Dreh herum hier. Ja, wir sind jetzt hier bei 1,50 abgesprungen. Das heißt, dann nehme ich mir hier so diesen Wert und schaue mir die 10, 20 Sekunden davor und danach nochmal an und frage mich, okay, was könnte da passiert sein in dem Timeframe, was den Absprung getriggert haben könnte. Und ich habe es jetzt gerade schon mal abgespielt. Was ich hier gesagt habe, was dir vielleicht jetzt auch aufgefallen ist, oder ist, dass ich hier sozusagen etwas über mich selbst geäußert habe. mal verbessern könnte und so weiter. Und dass ich letztendlich, wenn ich ganz ehrlich sein muss, teilweise das Gefühl hatte jetzt auch zum Jahresende hinzu, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist, dass ich teilweise wirklich verblöde. Ich habe hier zum Beispiel von mir selber gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich verblöde. Ja? Und es könnte sein, also ich würde jetzt daraus lernen, das nicht mehr zu sagen, weil als völlig unabhängig von diesen Werten es ein sehr negatives, sagen wir mal, negatives Selbstbild ist, ja, sowas zu sagen, auch wenn es jetzt nicht so ernst gemeint war. Viele verstehen das aber nicht. Ja? Also das ist sozusagen eher spaßig oder sowas. War letztendlich auch sehr ernst gesagt. Und das ist natürlich eine Sache, die viele Leute wahrscheinlich dann abturnt, ja, und dann einfach abspringen. Das ist sozusagen, was du hier raus lernen kannst, ohne jetzt irgendwie groß Analytics-Software wieder, sagen wir mal, neue Kosten hast oder sowas. Das bietet alles hier das YouTube-Studio hier frei Haus. Ja. Jetzt nochmal ganz kurz rüber zu den Dingern. YouTube-Ads hier zum Beispiel, hier habe ich jetzt also verschiedene YouTube-Ads, ich erkläre jetzt nicht das ganze Ding, aber hier habe ich zum Beispiel hier den CPV, wie vorhin erklärt, dass ich hier ein bisschen rumgespielt habe und gemerkt habe, dass ich ab 6 Cent, ja, eine gewisse, hier bin ich auf 5 Cent runtergegangen, ja, und dann habe ich gesehen, okay, ich kriege jetzt hier nicht mehr so viele Hits wie bei wie noch dem Tag davor, wo ich sechs, 7 Cent hatte. Ja, okay. Nur damit du halt eine ungefähre Idee hast, was sowas kostet, ja, und wie günstig das eigentlich sein kann. Und das ist jetzt eigentlich schon teuer. Also ich habe hier
auch Videos und so weiter für andere Kanäle, da wo auch, sagen wir mal, ich mit einem Cent, ja, meine Views bekomme. Und das ist natürlich schon krass, also ein Cent für ein View, für einen Kanal, wo es halt um Business-Themen geht, also wirklich eigentlich keine so soften Themen wie irgendwie, keine Ahnung was, Spiele und Spaß oder sowas, sondern schon wirklich technische, harte Themen und so, wo man auch theoretisch dann ja, Kunden gewinnen kann für technische Themen oder auch gute High-End Affiliate-Links posten kann und so weiter. Und das wirklich, also ein Cent pro View ist da wirklich, also günstiger geht es gar nicht, ne? Also man kann hier quasi einstellen, Max CPV, und ein Cent ist das Niedrigste, was du einstellen kannst, ja. Und ja, scheiß drauf, ich zeige es jetzt einfach mal ganz kurz hier. Und zwar, das ist die Kampagne hier. Ja, hier siehst du es, 1 Cent. Und da geht es ums Thema, da geht es ums Thema CRM. Das ist optimiert auf das Thema CRM. Also, ja, das ist schon echt heftig. Mit einer Aufrufrate von knapp über 3%. Das Ganze ist global geschalten. Also, wie gesagt, Einzelheiten ist jetzt nicht Teil dieses Videos. Aber das lasse ich natürlich laufen, sowas. Okay. Bis zum nächsten Mal, behind the scenes, zu meinen YouTube-Ads hier, die, wo ich ein bisschen mich rumgespielt habe hier für den Mission Millionaire-Kanal, um den ein bisschen umzubranden. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Weitere Videos werden folgen. Bis dann.